hatten. Der sieht aus wie ein böser Schattendrachen. Und auf der linken Seite haben wir einen geupgradeten Besucher. Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Letzter Tag, Season 5. Oh, Baby, Season 6 steht so kurz bevor. Zwei Teaserbilder haben wir noch. Teaserbild Nummer 3 kommt heute Nachmittag. 15.30 Uhr gibt es wieder mal unseren kleinen Livestream. Ein bisschen länger als gestern, weil mit dem dritten Teasern können wir auch auf jeden Fall eine Menge Theorien besprechen. Wir werden eine Menge Theorien von der Community besprechen und ich verrate euch wieder ein paar geheime Details wie gestern. Gestern hatten wir 18.000 Zuschauer, die sich diesen Teaser angeschaut haben und diesmal machen wir es nochmal, Leute. Und wie gesagt, wir machen es ein bisschen länger, wir packen noch ein bisschen mehr aus. Es gibt ein paar neue Theorien, Geheimnisse, auch ein bisschen was zum Loot Lake. Es sind alles Theorien, nichts Bestätigtes. Und klar, jetzt ist nur noch ein Tag, aber Fortnite hat auch heute Geburtstag. Heute hat Fortnite Battle Royale Geburtstag. Ja, nicht Rette die Welt. Rette die Welt hatte im Juni Geburtstag, da hatten wir unseren Geburtstagsevent. Heute hat Battle Royale seinen Geburtstag. Ich glaube nicht, dass heute irgendwas Krasses passiert, aber wenn... dann werden wir es im Livestream erleben. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass irgendwas passiert. Der Geburtstag wird wahrscheinlich morgen gefeiert. Jede große Party braucht einen DJ. Welche Party? Die Geburtstagsparty von Battle Royale. Das ist die große Party. Macht vollkommen Sinn und deswegen ist Party natürlich ein sehr großes Thema im Season 6. Und wie gesagt, seid im Livestream dabei. Ich habe aber auch noch ein paar Informationen für euch. So ist es nicht. Dieses Video soll auch natürlich ein bisschen was dazu ziehen. Ihr habt gestern wahrscheinlich mitbekommen, Leute, das Xbox Bundle ist jetzt endlich offiziell. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen ein Video dazu gemacht und habe euch darüber berichtet, weil es dieses Bild gab mit dem weißen Criterion-Skin, ne? Und da haben auch viele gesagt, oh, ne, Fake, Verträge mit Sony, das kann gar nicht stimmen. Jemand hat gesagt, es ist Fake, kann gar nicht stimmen. Jetzt ist es offiziell, das Bundle kommt raus. Wann es rauskommt, wartet mal, da muss ich kurz nachgucken. Hier sieht man es auf der offiziellen Xbox-Seite, ne? Das Bundle kommt raus, hier Xbox One S mit 1 TB plus das Cosmetic-Set Eon mit der weißen Spitzhacke, dem weißen Gleiter und dem weißen Criterion-Skin. 2000 V-Bucks noch dazu, kostet $300 und kann anscheinend jetzt schon gekauft werden. Bisher kann man das anscheinend nicht nachträglich bekommen, bisher. Ne, sprich, wenn ihr schon eine Xbox habt, könnt ihr anscheinend bisher nicht nachträglich das Ganze bekommen. Außer ihr holt euch einen Code aus der Box oder sowas, das wäre natürlich Diebstahl. Aber ich denke mal, dass es auch nachträglich irgendwann in einem Xbox-Store zu kaufen ist, beziehungsweise exklusiv für den Store ist. Neben dem Nintendo Switch-Bundle ist das jetzt auch das Xbox One-Bundle nun offiziell. Wenn man jetzt einen Einkaufswagen packt, kann man sich das Ding natürlich schon bestellen. Anscheinend ist es jetzt schon verfügbar und kann jetzt sofort bestellt werden. Ich würde wirklich sagen, Leute, wartet ab, bis das Ding wirklich in den Handel kommt, beziehungsweise bis das Skin einzeln zu kaufen gibt, bis dieses Bundle quasi mehr oder weniger abgelaufen ist. Wird vielleicht ein paar Monate dauern, aber dann ist das Skin aber auch nichts mehr Besonderes. Also glaubt nicht, dass es nur in diesem Bundle zu geben wird. Genauso wie bei Nintendo Switch wird da wahrscheinlich auch dort irgendwann mal das Skin frei zur Verfügung stehen, solange die ganzen Bundle-Verträge abgelaufen sind. Ähnlich wie bei Sony, dass die PlayStation Plus-Pakete dann auftauchen und so weiter und man die Skins auch so bekommen kann. So viel zu dem Bundle, Leute. Ihr könnt mir natürlich gerne runterschreiben. Und mit dem Western-Thema und den reitenden Lamas und so weiter, die ganzen Theorien, wie gesagt, 15.30 Uhr Livestream nicht verpassen. Der große Livestream, ich kündige es nochmal an, ist natürlich am Donnerstag. Am Donnerstag gibt es die Season 6 Livestream. Es ist immer noch keine Uhrzeit bekannt, wann das Update rauskommt. Immer noch ist die Vermutung um 10 Uhr. Aber nichtsdestotrotz, dieser Livestream gilt ja als hier Wohltätigkeits-Livestream. Und ich rate euch gerne nochmal die Infos runter. Sobald das Update raus ist, werden wir auch live sein und jeder Cent, jede Werbeeinnahme, jede Spende, jedes Mitglied, alles was dadurch einkommt, geht an wohltätige Zwecke. Ihr könnt damit abstimmen. Nach dem Livestream zähle ich zusammen, was alles dazugekommen ist, beziehungsweise an Annahmen eingegangen ist. Und selbst wenn ihr nicht spenden könnt, weil ihr kein Guthaben gehabt, ihr gerade euer Taschengeld an alle Vulkan-Streamer verbraucht habt oder was, es reicht auch schon, wenn ihr einfach da seid und ihr euch die Werbeeinblendung anschaut, die so im Stream kommen werden. Das reicht auch schon und das hilft auch total an alle wohltätigen Zwecke. Und einfach dabei sein, hilft bei dem ganzen Ding ungemein. Und es ist ein Experiment. Es ist wirklich ein Experiment, das Ganze. Weil ich glaube, so viele Charity-Streams auf YouTube gab es bisher noch nicht. Auf Twitch ist das gang und gäbe. Gronkh, Trimax und so weiter haben schon super viel. Papalat hat vor kurzem sogar einen Charity-Stream gemacht. Ist gang und gäbe und passiert super oft. Aber auf YouTube Gaming, die Livestreams, glaube ich noch nicht so ganz, ne? Und auf jeden Fall ist es für mich ein Experiment und ich würde sowas natürlich gerne öfters machen.
Aber der nette Nebeneffekt ist, wenn das gut ankommt, und dann sehen auch alle anderen YouTuber, hey, das kommt ganz gut an, ich mach da mit. Ich mach sowas mit. Und auch die würden für ihre Community einen Wohltätigkeitsstream machen. Und so weiter. Und vielleicht kriege ich auch noch ein paar Gäste rein. Vielleicht kriege ich ja Oleg oder sowas rein. Vielleicht will er mitmachen. Von daher, wenn das so ein Lauffeuer wird, wo alle mitmachen können. Guckt euch zum Beispiel den Vulkan-Livestream an, ne? Den Vulkan-Livestream. Kaum hat das einer gemacht und das hat mega Erfolg, haben alle anderen mitgemacht. Und das Gleiche können wir hiermit bezwingen. Nur, dass es viel besser ist und für wohltätige Zwecke dient und nicht nur dafür, dass man einen Vulkan anstarrt. Das ist der große Livestream für Donnerstag und die Info. Und wie gesagt, heute 15.30 Uhr schauen wir uns den letzten Teaser zusammen an. Das war, sagt ihr zu dem Xbox-Bundle, Leute? Schreibt mir gerne runter in die Kommentare. Die Frage ist natürlich, was können wir zu dem dritten Teaser erwarten? Wird es ein dritter Skin sein? Wird es eine Spitzhacke sein? In Season 5 haben wir einfach nur den Text bekommen, hier Welten verschmelzen, Worlds collide, ne? Ja, das war einfach nur ein simpler Text. War ein bisschen enttäuschend zu Season 5, beziehungsweise zu Ende von Season 4. Deswegen hoffe ich wirklich, dass wir zu Season 5 jetzt neuer, beziehungsweise jetzt zu Season 6, noch einen dritten Skin bekommen, wo wir noch ein weiteres Thema, viele, sag ich mal, ausdenken können oder Theorien dazu aufstellen können. Viele haben ja auch gesagt, der Würfel hat 6 Seiten und so weiter, dass es noch sehr viel weitere Skins kommen kann, aber es kommt halt nur noch ein Teaser raus. Aber ich hoffe einfach, dass es nicht einfach nur ein Text ist. Was als theoretisch als Skin reinkommen könnte, ist natürlich die dunkle Farbbomberin. Die war gestern im Shop drinnen, ne? Und die haben wir bisher nur in einem normalen Würfel gesehen. Ein mögliches Konzept dafür hat wieder mal Sarah YouTube erstellt. Der Kerl macht einfach phänomenal geile Konzepte, Leute. Und er hat dieses Bild hier erstellt, was ich euch jetzt reinpacke. Und dieses Bild ist lecker. Dieses Bild ist lecker gemacht. Es ist richtig geil und könnte locker mal so ein Ladebildschirm sein von Season 6. Weil dort sieht man wieder das DJ Llama mit dem Mischpult. Auf der rechten Seite sehen wir den dunklen Farbbomber. Im Hintergrund einen etwas anderen Drachen. Das ist nicht der Frostring, ne? Das ist nicht der Frostdrache, den wir vor kurzem hatten. Der sieht aus wie ein böser Schattendrachen. Und auf der linken Seite haben wir einen geupgradeten Besucher. Checkt auf jeden Fall seinen YouTube-Kanal aus, habe ich unten verlinkt. Er hat wieder immer geile Konzepte, die ich euch immer wieder zeige. Sind einfach nur mega nice Dinger und könnte, wäre natürlich geil, wenn das als Teaser rauskommt, aber es ist Fortnite, es ist Epic. Wir können auf jeden Fall sicher sein, dass wir etwas bekommen, womit wir nicht gerechnet haben. Epic haut immer Dinger raus, womit null niemand rechnet. Egal welche Season, Season 3, Season 4, Season 5, noch keiner hat vorhersehen können, was wirklich passiert oder was wirklich rauskommt, was für ein Thema kommt. Weder das Superhelden-Thema in Season 4, noch das Sommerthema in Season 5. Bis auf das Wikinger-Ding. Und auch in Season 6 haben wir bisher nur wirklich das Western-Thema und das Party-Lama-Ding. Aber wirklich vorhersagen konnte es keiner nicht, bis Epic endlich mal ein paar Infos rausgehauen und wir uns sicher sein konnten. Aber ja, das Konzept finde ich schon mal auf jeden Fall lecker. Das Konzept ist lecker. Ich liebe diesen geupgradeten Besucher, so ein richtiger Cyborg. Die dunkle Farbbomberin mit dem dunklen Schattendrachen, der sieht auch mega nice aus. Party-DJ-Lama natürlich auch mega fett. Geburtstag heute hat natürlich auch Fortnite. Ja, kommt was Interessantes. Sollen wir bis 22 Uhr dabei sein, Leute, und auf dem Loot League starten. Naja, guckt, inzwischen haben die Leute gerafft, dass da nichts kommt. Viel zu spät, was das angeht. Aber ja, da heute Geburtstag ist, ne, kommt morgen die Season raus, ne? Die große Party ist morgen. Geburtstagsseason kommt dran. Und Party und Geburtstag ist auf jeden Fall ein größeres Thema in dieser Season, was das angeht. Ist halt meine Theorie. Aber ihr könnt gerne mal eure Meinung runterschreiben in die Kommentare. Aber Season 5 im Großen und Ganzen war einfach schon wirklich fett. War schon wirklich fett. Schauen wir mal an, wo das Ganze angefangen hat. Ne? Hier, das war der Livestream. Direkt über mir das Video hier. Das war der Livestream. 12.000 Views hatten wir da. 15.000 Live-Zuschauer. Ne? Das war mega geile Party. Wir haben uns so viele Leaks rangeschaut. Das kam wirklich am laufenden Stück raus. Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hingucken sollte. Dann kam auch schon die erste Info raus. Schwebende Blitze und geheimer Schatz und so weiter. Auch das werde ich natürlich zu Season 6 fortfahren. Dann kamen die ersten geleakten Skins raus. Die Luchador-Skins und Magnus und so weiter. Das waren auch schon mega nice Dinge. ATK als erste neue Buggy kam raus. Das ist gar nicht so lange her. 2 Monate. 2 Monate ist das her, aber für mich fühlt sich das an, als ob das eine Ewigkeit wäre. Handhof, wer sich auch so fühlt. Es fühlt sich an, als ob das eine Ewigkeit wäre, als ob diese ATKs rausgekommen sind. Und dann kamen die China-Exklusiven. Innerhalb 2 Monate ist einfach viel, viel passiert. Und dafür liebe ich auch Fortnite. Allein schon, was innerhalb 2 Monate für eine Entwicklung dahinter steckt. Ne? Und dann kam mein Story-Video raus. Darauf bin ich stolz.
Das Story-Video kam bei euch so geil an. Ich liebe es, diese Story-Videos zu produzieren, Leute. Und auch das zweite Story-Video kam tatsächlich nicht ganz so krass an. Aber ich denke mal, da steckt einfach weniger Clickbait dahinter. Hätte ich da gebracht, der Vulkan kommt raus oder so, hätte ich mehr gehabt. Was ich aber als Warnung für euch aussprechen kann, Leute, senkt die Erwartungshaltung. Wirklich, senkt die Erwartungshaltung. Ich weiß, so viele YouTuber haben euch jetzt wahrscheinlich so mega krass drauf aufgehypt. Klar, ich habe auch Hype gesagt. Ne? Ich bin mega gehypt auf das Ding. Aber seid nicht enttäuscht, wenn es kein Vulkan gibt. Sei nicht enttäuscht, wenn es nicht auf einmal die ganze Map sich in zwei teilt. Seid nicht enttäuscht, wenn nicht auf einmal 500 neue Features auf einmal reinkommen. Wenn Skins verschenken nicht drin ist oder wenn euer Vater nicht vom Zigarettenkauf zurückkommt und so weiter. Seid wirklich nicht enttäuscht. Schraubt eure Erwartungshaltung zurück. Weil klar, ist so viele YouTuber, so viele Videos, Tausende bringen ihre Theorien raus und Wünsche und dies und das. Und das wird episch und dies wird episch und der linke Nippel von Lamaskin lässt sich anpassen und so weiter. Ja, klar, dann haben die Leute so eine krasse Erwartungshaltung, so mega hoch. Und dann kommt es raus und dann ist es vielleicht schwächer, als man erwartet. Und dann sind die Leute enttäuscht. Zu Unrecht. Epic hat nie irgendwas vom Vulkan oder so angesprochen. Und die Leute erwarten jetzt einfach, dass sich das ganze Ding hier in zwei teilt, dass 5 neue Maps auftauchen, dass der Vulkan aus dem Boden schießt und 50 neue Skins kostenlos natürlich alle kriegen. Alles geschenkt. Ich sehe es ja in den Kommentaren, wie die Leute schreiben, was sie alles hoffen und so weiter. Als ich mein Wunschvideo rausgebracht habe, ne, was die Leute als Wünsche rausgebracht haben. Double Pump wird definitiv nicht rauskommen, Leute. Schreibt das auf jeden Fall schon zurück. Double Pump wird nicht kommen. Die haben das Ding einfach rausgepatcht, weil die nie wollten, dass Double Pump sich hier durchgesetzt hat. Hat nur lange gedauert und deswegen haben sich die Leute dran gewöhnt. Aber ne, wirklich, schraubt eure Erwartungshaltung zurück. Seid ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Sagt euch einfach am besten, das wird ein stinknormales Update. Es kommt eine Waffe rein und so weiter. Und dann seid einfach gespannt, was alles reinkommt. Aber seid einfach nicht enttäuscht, wenn euch diese ganzen Versprechen, wovon viele wahrscheinlich nicht mal annähernd wahr sind, wie im Vulkan, 50 Vulkane sprühen raus, fließende Lava und der rechte Nippel vom Cloak-Skin lässt sich anpassen, dunkler Farbbomber, böse Skins kommen raus, dunkle Parallelwelt, man kann in den See reinspringen und auf einmal springt man in der dunklen Welt wieder raus. Tausende von Leaks, tausend von möglichen, Ergebnissen und was auch immer. Natürlich kann man sich darunter viel vorstellen. Ich sag nur, schraubt's runter und ihr werdet am Ende vielleicht weniger enttäuscht sein, als wenn ihr so eine krasse Erwartungshaltung habt, die dann am Ende nicht erfüllt werden kann. Die Epic leider zu Unrecht nicht erfüllen kann, weil die nichts dafür können, weil die haben ja eigentlich fast nichts gemacht. Wir haben 3 Teaser, wir kriegen 3 Teaser, unseren dritten Teaser kriegen wir jetzt. Beziehungsweise um 15.30 Uhr dabei sein, kriegen wir erst jetzt. Das ist alles, was Epic gemacht hat und mit dem Würfel klar. Und wir können viele Theorien darauf aufstellen, aber manche Theorien sind ein bisschen zu krass, als dass sie jemals wahr werden können. Deswegen seid geschmeidig da, genießt es einfach, es ist ein riesen fettes Update. Und wir haben es ja gerade gesehen, was sich innerhalb 2 Monate einfach geändert hat von Season 5 auf Season 6. Ist an sich einfach schon ein riesen fettes Paket an Spielmodi, Waffen, Skins und so weiter. Es ist einfach über diesen Zeitraum ist es ein krasses Paket. Andere Spiele bringen in 2 Monaten gerade mal ein einziges Update raus und das ist vielleicht so groß wie ein stinknormales Content-Update, was wir hier kriegen. Ne? So ein stinknormales Update, was Fortnite mitten in der Season kriegt, haben andere Spiele als ein riesen Update innerhalb 2 Monate. Deswegen ist es eigentlich schon top, was hier Epic macht und was hier alles rauskommt. Und gerade zum Ende hin fand ich es auf jeden Fall eine wundervolle Season der Serie. Und ich bin mega gespannt, was noch reinkommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele coole Sachen reinkommen. Egal, ob es ein reitbares Lama ist, Waffenskins oder eine Jukebox. Allein schon ein einziges davon könnte ziemlich nice werden. Und dann, wenn noch die richtigen passenden Map-Änderungen reinkommen, haben wir hier ein richtig geiles Paket wieder mal. Und wir können uns für ein paar Monate wieder auf coole neue Sachen freuen, weil Season 7 steht wahrscheinlich tatsächlich noch Ende des Jahres an, ne? Season 7 kann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, je nachdem wie lange Season 6 geht, noch dieses Jahr passieren. Das ist krass. Das ist echt krass, ne? Oh, das wird krass. Und wenn es ein zweites Würfel oder ähnliches Würfel-Event gibt und wir können wieder livestreamen und so weiter. Oh, das wird so nice. Ich liebe diese Livestreams mit euch, Leute, auf irgendwas gespannt zu sein. Update-Livestreams, Teaser-Livestreams. Seid einfach immer dabei. Hinterlasst ein Abo und ein Like, damit ihr das alles nicht verpasst. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich wieder dabei seid heute. Und gebt mir Flosse. Flop.